Ein Wasserträger in Indien trug jeden Tag zwei große Krüge in die Stadt. Und dort verkaufte er an die Durstigen Becher mit Wasser. Es war so, dass dieser Tagelöhner einen Raum hatte mit lauter Krügen. Und eines Tages ging er in den Raum, um wieder seine Krüge zu holen. Da hörte er ein leises Klagen. Ach, ich bin nichts wert. Ich bin gesprungen und jetzt ist in meinem Leib ein Loch. Ich kann das Wasser nicht mehr halten. Der Tagelöhner hatte ein gutes Herz. Und er sprach den Krug an. Lieber Krug, ich werde dich heute mitnehmen. Du wirst an einer Hand hängen und ein anderer an meiner anderen. Und wir werden sehen, was passiert. Aber ich bin nichts wert, sagte der Krug. Es lohnt sich nicht, mich mitzunehmen. Am besten schmeißt du mich gleich auf den Müllhaufen. Nein, nein, das werde ich nicht tun. Also, es bleibt dabei. Ich werde dich hin zur Stadt und wieder zurücktragen. Ja, und so kam es, dass der Tagelöhner auf einem Stab zwei Krüge trug mit Wasser. In dem einen das kleine Loch und in dem anderen der vollkommene Krug. Und so trug er es bis in die Stadt. Dann verkaufte er das Wasser. In dem einen war nicht mehr so viel drin, der andere war wohl gefüllt. Da sagte der Tagelöhner zu dem Krug: Wenn wir zu Hause angekommen sind, dann möchte ich, dass du mir erzählst, was du auf dieser Fahrt erlebt hast. Ja, sagte der Krug. Ja, ich werde alles tun, was du sagst. Ich bin so dankbar, dass du mich mitgenommen hast. Und so verging der Tag und der Tagelöhner nahm wieder beide Krüge, diesmal leer und viel leichter, zurück zu seinem kleinen Haus und zu der Hütte. Und wie er dann angekommen war, setzte er den traurigen Topf, den traurigen Krug auf den Tisch und frug ihn: Und was hast du gesehen? Ach, ich habe gesehen, auf der einen Seite, an der du mich getragen hast, auf dem Hinweg war alles nur trocken und spröde. Aber auf der gleichen Seite hast du mich bei dem Rückweg getragen und ich habe gesehen, da waren lauter Blumen. Ach, sagte der Tagelöhner, woran hat das gelegen? Ich weiß es nicht, sagte der Krug. Ich habe keine Ahnung. Nun, an der einen Seite, an der ich dich trug, da gab es Blumensamen. Die waren in der Erde versteckt und konnten nicht aufblühen. Auf dem Rückweg jedoch, da hattest du schon dein Wasser verloren. Und das konnten die Blumen aufsaugen und endlich aufgehen. Und da war der Krug getröstet. Und ab und an nahm ihn der Tagelöhner wieder mit.